meine lieben Gaming-HD-Freunde. Ich bin euer Fabian und mit dabei ist das gesamte Team. Hey ho! Hallo! Ja, Mann. Leon? Ja? Welches Feld habt ihr denn gemacht? Also wir haben jetzt mit Toy haben wir Feld 64 und 67. 67 wird auch im Schwan geschmissen. Ja, aber, der Schwan 67 und 64, was ist denn ja, mit 64? Ja, aber das ist Toy. Wie weit ist ja, 64 ist, denn? Ja, aber das ist mit Heu und Feld 86 ist noch mit Silage. Vielleicht willst du eben die Silage da weg. Ich glaube, der Patrick wollte wohl das Pressen übernehmen. Ja, pressen kann ich ja. Silage müssen wir auch noch haben. Was denn jetzt? Ja, also ich, kann wohl Silage wegholen. Nee, brauchst du nicht, weil wir jetzt auch Silageballen machen wollen. Mein Fabian! Nee, das Problem ist, das ist ja alles schon rein. Und was du mähst und dann mit dem Schwader zusammenziehst, nehmen die Presse nicht. Du musst da ja erstmal mit einem Heubänder drüber. Nee, bei Silage nicht. Fabian? Wenn du das direkt aufnimmst, normalerweise nicht, aber dann fahre ich, wenn Patrick das schon so geplant hat. Dann nehme ich den einfach mit und. Oh, ja, Mirko. Wir wollten an dieselbe Stelle fahren. Vorne ist der Platz für Autos. Hier ist der Platz, wo Trecker und landwirtschaftliche Maschinen stehen. Wo ist Fabian? Ja, hier ist Fabian. Hä? Ja, ich komme jetzt wieder zurück mit eurem Schwader. Rufe Fabian an. Also, hi, du brauchst Fabian. Mich nicht anrufen, ich wollte gerade zu dir kommen. Ich habe eine Frage, könnte ich Aushilfsfahrer jetzt machen? Im Moment brauche ich eigentlich keinen. Du könntest den Klaas nehmen und damit eben zum Landhandel fahren und unsere Ballengabel abholen, unsere neue. Ja, tue ich. Wo soll ich die hinbringen? Hier hinten, wo hier die zum Gewicht... Hof und bitte auch gleichzeitig den Kipper, den ich bestelle, den hier. Was ist das? Tandem-Anhänger. Ja, tue ich. Mitbringen. So. Will noch wer was von mir hier auf dem Hof? Ja. Du holst das, die Grassilage, ich fahr zum Silo. Zieh da eben gerade mit der Schaufel. Brauchst du noch nicht. Ich fahr da vorne nochmal mit dem Auto. Ich wollte da eben den Rest eben einmal zusammenfegen. Ich glaube, da hat der Bauer selber noch ein bisschen was dreckig gemacht. Ich fahr da mal das hin. Ist unser. Das, was du meinst, ist unser Feld. Unsere Silage. Ah, ich fahr mal kurz spekulieren. Kommst du doch lang? Ja, kann ich, passt schon. Dann wahrscheinlich bis gleich, falls ihr noch da seid. Ja, mit Trecker können hier alle besser fahren, eindeutig. Weil Trecker nicht so schnell ist. Oh. Warte, Vorsicht. No whisper target, target found. Leon! Augen auf, ich muss hier ein bisschen rückwärts, damit ich hier für Teufel gleich Platz machen kann. Ich fahr einmal rum im Kreis. Okay. Jo. Welches Feld war das jetzt nochmal? Welches? 86. Ist mit Grassilage. Um die Ecke, wo ihr wart. 86, Moment. Muss ich eben suchen. Mensch, hier sind alle Straßen zugeschnitten mit Treckern hier. 86. Ja, das ist da oben die Reihe. Links. Wenn du da bei 84 hier weitergehst, wo du sonst gestern in der Aufnahme warst, bei 88 da. Hab ich schon. Das ist schon. Das ist schon. Da könnt ihr. Da braucht nicht mehr. Nee. Ich war da vorne noch. Da war noch. Ich hab das heute, bevor ich zur Fahrschule gegangen bin, habe ich das weggemacht. Ach so, dann ist vorbei. Okay. Ja, dann ist egal, dann fahre ich hier eben Fahrzeug. Ich guck mal hier ein Checklein. Ey, warte, ich fahre eben zurück, warte. Jo. Ich finde halt gut, dass unsere ganzen Traktoren schön CB-Funk drin haben, ey. Ja, das ist auch besser. Guck für Sirenen. Und in hier reinfahren. Was steht denn heute auf der Liste? So, ich bleib heute mal hier in der Wache. Oh. Ich
Schnell, schnell, schnell zum ADAC. Gasleck-Killer. Oh, das hört sich nicht so gut an. Lack. Hier, ich bleibe auch hier, ne? Ja, mach das. Hier, was willst du denn fahren? Ich nehme den VRW mit. Also, das ist eine gute Entscheidung. Ich wollte eh den anderen mitnehmen. Ja, du wartest aber bitte noch, bis du genug Leute auf dem Fahrzeug hast. Ruf Fabian. Ja, hört. Hallo, ist Fabian. Was rückt mal Woche 1 aus? Die ersten Fahrzeuge, die ihr besetzt, nur kein ELW. Ja, okay. Ich hole den Fax und nehme mit, ne? Haben wir das? Wow. Mach was Neues. Ja. Oh. Meint, wie kann ich den wohl mitnehmen? Dann haltst du schon vor. Nee, ich nehme den Anhänger mit. Okay. Muss ja sowieso noch warten. Ich hau ganz schnell die Tür auf. Los, 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 Tür geh auf, Tür geh auf. Hey Teufel, hab gehört, Moin. Gaslag. Jo, nimmst du den Erwin mit? Ja, nee, Erwin nicht. LF10. Ja, dann nehm ich den Erwin, das ist TH2. Falsche Taste. Warum? Naja, Horn will nicht so ganz. Wo ist das überhaupt, am Kiekbusch. Kiekbusch. Oh, sind wir voll? Ja. Teufel, sag mal, du magst mehr Stoßstange oder nicht? Nicht, was? Oder? Was? Du magst mehr Stoßstange, aber nicht, oder? Nee. Gut. Okay. Hier ist Polizei. Ah, die weisen mich rechts um, okay. Und 12. Oh. Ja. Stehe ich an der falschen Stelle? Ich dachte schon, ich stünde an der richtigen Stelle. Aber das ist die Sockgosse. Hat die Polizei aber tolle Absperrungsarbeit geleistet. Ja, habe ich mir auch gedacht. So, stopp. Mirko, ich wollte auf die Einfahrt. Hä? Ich wollte auf die Einfahrt. Durchfahren, durchfahren, durchfahren. Scheiße! Teufel, du bleibst hier stehen. Also, erstmal, das Gebäude ist dort hier vorne, das hier, genau. So, erstmal geht der Trupp von deinem Fahrzeug, Leon, ja, mit Atemschutz zur Erkundung vor. Also, gemeldet wurden noch keine Verletzten, aber soweit ich jetzt gehört habe, sind die Personen, die in dem Gebäude wohnen, noch nicht rausgekommen. Also bitte sofort Angriffstrupp zur ersten Erkundung und Personenrettung zum Gebäude vor. Wassertrupp übernimmt den Sicherheitstrupp, Schlauchtrupp sichert die Einsatzstelle ab. Ja, unser Melder geht nochmal zu den Melder. Ja, Melder übernimmt die. Ich nehme über die. Unser Melder übernimmt die angerufene Person und fragt sie nochmal, wie viel Personen. Achso, übernimmt euer Maschinist zusätzlich die Atemschutzüberwachung. Ja, genau, ja. Verstanden. Ja. Jo, also. Dein Fahrzeug geht in Einsatzbereitschaft und sucht sich schon mal mit den Jungs von Teufel die nötigen Werkzeuge zum Abdichten des Gaslecks.
raus. Ja, verstanden. Zusätzlich legt dein Wassertrupp und dein Angriffstrupp PA an, damit die gleich mit dem Dichtmaterial in Keller vorgehen können. Ja, verstanden. Ach ja, an alle, die Einsatzstelle darf, hier darf nichts im Umkreis von dem Gasgeruch auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit das Gas hier schon außerhalb ist. Wir müssen da mal die Gasmessung vornehmen. Hier darf keine Einsatzweise Feuer oder sonst was sein. Kein Licht anschalten, kein Licht ausschalten. Verstanden? Ja. Ja. So, Marsch. So, ihr beide geht zur Polizei und guckt, ob die da die Straße... Raus. Dann kommt ihr wieder. Wir haben das... Unser Licht, was ist explosiv geschützt, ne? Dieses Dingsfeld, ne? Nein, den darfst du nicht einschalten. Alle Licht da dürfen nicht mehr angeschaltet und ausgeschaltet werden. Okay. Mirko kannst da vorne stehen. Gruppenführer, Einsatzleitung kommen. Einsatzleitung hört. Ja, das Problem ist, unser Angriffsgruppe war unten drin. Es ist ein großer Heizkessel. So, haben ihr mit Atemschutz. Wir müssen den dringend abdichten. Ich würde mal fast sagen, wir sollten dort nichts mehr. Wir sollten hier alle den ganzen Strom ausschalten und erstmal abwarten, bis der leer ist, weil das ist zu gefährlich, da die Truppe runterzuschicken. Eine Person haben wir im Schoss gefunden. Wir gehen noch weiter mit dem Sicherheitsdruck. Oder gesagt, mit dem zweiten Druck. Und suchen die zweite Person in der im Obergeschoss. Ja, das ist verstanden. Der Angriffstrupp von dem zweiten LF von Wache 1, von dem LF von Wache 1 geht in Keller rein und übernimmt das Abdichten des Lecks. Währenddessen der andere Trupp die Menschenrettung vornimmt. Ja, Teufel, was ist? Wenn du dich schon in den Vordergrund stellen musst. So, ihr geht jetzt einmal das mit PA und dann in Keller. Die anderen gehen noch zur Obergeschoss. Wir kennen dann und den Stromkasten ab, ne? Ja, das verstanden. 12.43.1. Einsatzleiter kommen. Nimm an das Elektrowerkzeug mit dem Marsch. Elektrowerkzeug? Ja. Wo wollt ihr nochmal hin? Das, nix, Elektro, nix. Hans, nur noch Handarbeit. Ja, Elektro, ich meine damit Elektrowerkzeug. Das ist. Ach, egal. Du meinst den Prüfer. Ja, und das zum Abklemmen. Was abklemmen? Den Stromkasten. Nein, das brauchst du nicht, da darfst du jetzt nicht, weil jeglicher Funkenflug könnte das relativ explosiv. Oh. Glück gehabt. Das hätte hier gerade alles um die Ohren fliegen können. Ich habe nämlich gerade meine Taschenlampe aus Versehen ein- und ausgeschaltet. 12.43.1, ein Einsatzleiter kommen. Ja, Einsatzleiter hört. Wir haben unsere Trupps jetzt losgeschickt. Die sind, haben jetzt die Aufgaben übernommen, kommen. Ja, das ist verstanden. Der Wassertrupp steht als Sicherheitstrupp bereit. Ja, positiv. Ja, das ist verstanden. Komm. Ende. Anlagemeldung, zweite Person raus, RTW übergeben. Unsere Trupps müssen sich erstmal ausruhen, wir gehen jetzt hin und zum Hintergrund. Ja, das verstanden. Wir legen uns jetzt PA an und dichten das Deck ab. Nein, da ist schon ein Trupp im Keller drinne. Okay. 12, 55, 2 an der Stelle kommen. Leitstelle hört. Ja, also kurze Lagemeldung von der Einsatzstelle. Ein PA-Trupp ist zum Abdichten des Gaslecks im Keller, ein alter Heizkessel mit einem größeren Leck vor und dichtet das Gasleck ab. Zwei Personen waren noch im Gebäude, wurden vom Angriffstrupp rausgeholt. Weitere Lagemeldung oder Abschlussmeldung gibt es in Kürze. Ende der Übermittlung. Jo, leicht wieder verstanden. Ja. Einsatzleiter an Gruppenführer LF1 Wache 1, komm. LF1 Wache 1 hört. Ja, Frage.
Gasleck abgedichtet? Ja, positiv kommen. Ja, das ist verstanden. Dann bitte ich Sie einmal, den Hochdrucklüfter aufzubauen und das Gebäude, die Fenster zu öffnen und dann das Gebäude durchzulüften. Ja, es ist verstanden. Jo. Ja, Leute, wir wollen noch nicht langweilen, deswegen würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao! Tschüss!